2 Minuten nachdem das Video auf YouTube war, kamen schon Dutzende PNs und haben mir lang und breit erklärt, wie dumm ich bin und was ich machen muss. Gut, ich denke, das kann ich dann schnell schaffen. Hier, seht ihr unten rechts, habt man sogar gesehen, was das Ziel ist, aber ich habe es irgendwie nie gecheckt. War so dumm. Die Musik habe ich jetzt minimal aufgedreht auf die Stufe der Geräuschlautstärke, weil die mir ein bisschen leise vorkam. Sollte jetzt ein bisschen besser sein, man hört die jetzt ein bisschen besser. Ich muss jetzt nur noch das finden. Wenn ich es jetzt noch schnell finde, dann kann ich das auch erledigen. Wenn es mal nicht nur optional war. Übrigens, hier sieht man ja meine ganzen Ziele, kann ich mal gucken. Sekundäre Ziele habe ich alle erreicht, nur die primären, da fehlt noch eins. Das war cool, es hatte ich gar nicht zwingend geplant, dass ich alles mache, aber solange ich das auch schaffe, dann mache ich das auch. Nur wenn ich es irgendwann mal nicht checke, dann halte ich mich da auch nicht ewig dran auf an sowas. Wo war das denn jetzt? Ich muss es halt suchen. Als ob ich hier das Gebäude nicht schon genug kennen würde. Ich bin übrigens immer noch fast tot. Ich hoffe, es reicht auch für den Rest der Mission. Und in der nächsten bin ich hoffentlich wieder voll aufgeladen und kann frisch ans Werk gehen. Okay, ich bin irgendwie verwirrt. Da wollte ich gar nicht raus. Hauptsache, es gibt keine Gegner. Noch immer nicht. Nur in der Luft, aber die tun da nichts. Die Flugobjekte sehen übrigens aus wie in Generals, die Sammler. Das ist mir auch mal gerade so aufgefallen. Die eigentlich die Leute als Verstärkung bringen. Wo war das denn jetzt? Ich muss es kurz mal suchen. Also das Teil, was ich für verdächtig empfand, das ist es auch wirklich gewesen. Nur habe ich es irgendwie nicht gecheckt, das auch wirklich zu zerstören. Ich weiß nicht, warum ich es nicht gecheckt habe. Hier war das. Hier. So. C4 habe ich zum Glück immer noch genug. Zack. Und... Tata. Oh Mann, das war so eine Qual. Ich war echt so dumm. Wie lange habe ich hier gebraucht? Mindestens eine halbe Stunde bin ich hier rumgeirrt. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie alles rot ist. Noch mehr als zuvor schon, aber dafür ist das Gebäude ja jetzt angeblich zerstört. Komisch nur, dass ich trotzdem noch drin rumlaufen kann. So, einfach raus. Boah, wieder gescheites Augenlicht. Ihre Kanonenschiffe haben eure Häuser unter Beschuss genommen, um so viele wie möglich von euch zu töten. Auch mal da reingucken, das habe ich auch noch nicht gemacht, warum auch immer. Da sind nämlich ein paar Zivilisten, die will ich ja retten. In so eine Art Konzentrationslager. Ah, jetzt verstehe ich auch, die müssen sich das nämlich angucken, diese Propaganda. Jetzt hört das mal auf zu nerven. Boah, das hätte ich schon viel früher machen können. Da hätte ich meine Ruhe gehabt. Hat aber keiner gesehen. Alles klar hier. Ja, was muss ich jetzt machen? Eigentlich hier draufdrücken, ne? Aber hat keiner gesagt. Aber ist trotzdem richtig. Ja, geschafft. Das ging ganz schnell. Gut, dann passt es ja. Das kann man dann zum nächsten Video schon zählen. Dann mache ich noch die neue Mission dann in diesem Video. Und das hier war gerade der Rest. Also so, als wenn ich es geplant hätte. Damit das schön alles passt. Und die Einheitsbesprechung jetzt für, wo hier hätte ich jetzt am besten pausieren können. Egal. Wegen den 53, was? Wegen den 53 Sekunden, ne? Das waren Sekunden auf jeden Fall. So, hauptsächlich schieße ich in die Hand? Echt? glaube ich nicht. Ich denke mal schon, Kopf. Gebäude zerstört 2, Fahrzeuge 14. Es gab übrigens auch ein paar geile Waffen in der Mission, die ich nicht gefunden habe, aber die kommen bestimmt nochmal. Die finde ich schon. Nicht schon wieder. Tut uns leid, Sir. Ich habe gerade den Befehl bekommen. Sie stehen unter Arrest. Warum so nervös? Ich hoffe, Sie haben die Zeit genutzt, um ein wenig nachzudenken, Havoc.
Wird nicht nochmal vorkommen, ich schwör's. Ja. Naja, gut. Ihre ehemalige Spezialeinheit, die Dead Six, ist gerade aus Peru zurückgekommen mit einigen schlechten Nachrichten. Das ist ein Überwachungsvideo aus der GDI-Forschungsbasis in Guatemala. Die Schwarze Hand hat die Basis überfallen und es ist ihnen gelungen, unsere drei besten Tiberium-Spezialisten gefangen zu nehmen. Dr. Ignacio Möbius, seine Tochter Sydney und Dr. Elena Petrova. Die anderen wurden an Ort und Stelle hingerichtet. Diese Aufnahmen stammen aus dem gleichen Video. Wir konnten den Mann als Mendoza identifizieren. Er ist ein ehemaliges Mitglied des Schwertes von Chagall, des Extremistenflügels der kolumbianischen Separatisten. Jetzt ist er der gefährlichste Meuchelmörder der Bruderschaft. Diesen Mann haben wir noch nie gesehen. Wir wissen jedoch, dass der Oberkommandierende der Schwarzen Hand ein General namens Raveshaw ist. Auf diesem Foto sehen wir ihn zum ersten Mal. Das Bürschchen ist mir schon begegnet. Er ist ein kaltblütiger Mörder. Wenn Raveshaw in diese Sache verwickelt ist, dann hat vielleicht Kane selbst diesen Einsatz befohlen. Wir haben herausgefunden, wo Raveshaw die Wissenschaftler hingebracht hat. Die genauen Befehle erhalten Sie unterwegs. Bin schon weg. Herr Vogue, da war noch was. Sakura. Wissen Sie, dass Ihre ehemalige Mitstreiterin sich der Schwarzen Hand angeschlossen hat? Sie ist eine Söldnerin. Sie kämpft für Geld. Solange es da nur keinen Interessenkonflikt gibt. Interessenkonflikt? Nein. Aber ich habe Interesse am Konflikt. Der ist ja richtig sprachbegabt. Naja. Okay, was haben wir hier zu tun? Neue Waffe, Railgun. Havoc, Ihre Aufgabe besteht darin, die Notbasis zu finden und die Wissenschaftler zu retten. Ich stelle Ihnen einen Wüstenjäger zur Verfügung. F6. So, dann können wir ja jetzt los. Was stellt ihr mir zur Verfügung? Warum höre ich da nicht zu? Düsenjäger oder sowas stellt ihr mir zur Verfügung. Düsenchat. Gib mal. Nein, er meinte das Teil. Wüstenjäger. Okay. Düsenjäger. Zerstören Sie den Heliport. Sie werden es dann mit weniger Apaches zu tun bekommen, da Heliport. Sie einen längeren Anflugweg haben. Ah, jetzt. Ja gut, ich verstehe. Boah, das lenkt so geil. Offenbar fordert der Officer in diesem Wachturm gerade Verstärkung an. Eliminieren Sie jeden Widerstand und besetzen Sie diesen Turm. Kann ich die auch kaufen? Oh, geil. Übel. Voll die Zerstörungsmaschine bin ich. Und ich habe keine Munition mehr. Jetzt muss ich die überschießen. Hey, ich hab wieder. Der hat einmal irgendwie nochmal nachladen müssen. Dreh dich doch, ich will doch da hingucken, Mensch. Ich muss nämlich eigentlich da hoch nur und dem Typ da, der Verstecken ruft. Soll ich euch mal überfahren? Wisst ihr, wie sich das anfühlt? Das fühlt sich ganz große Klasse an. Habe ich gehört. Boah, was ist das für einer? Ich hoffe nur, ich habe nicht wieder Munition. Sie gehen hier schon aus. Wie ich jetzt überlebt habe. Um das Zielgebiet zu sichern, muss jeder feindliche Widerstand im Gebiet ausgeschaltet werden. Ja? Wo sind Feinde? Gib mir die Feinde. Cool, wie es klappt. Genial. Moment, Rüstung bräuchte ich höchstens. Zielobjekt gesichert. Gut gemacht, Herr Rock. Achten Sie auf weitere Verstärkung, die der Gegner erhält. Na super. Moment. Besetzen Sie den Nordwachturm, geschafft. Finden Sie die gekidnappten Wissenschaftler. Vernichten Sie den Nordheliport. Was meinen die mit Heliport? Also nicht die Lastwagen, oder? Eigentlich hier irgendwie den Boden kaputt machen oder was? Tatsache. Was für ein Blödsinn. Jetzt können sie doch nicht mehr landen. Genial. So, ich mach die einfach mal kaputt jetzt. War das nicht irgendwie hier? Wenn ich eine F-Taste finde, die richtig ist. Was kann nicht sein? 5, 6, 7, 8, 9.
kann nicht mal mehr scrollen, es funktioniert gar nichts mehr, es reagiert nichts mehr. Ach, da oben links habe ich irgendwas ausgewählt. Command, ja. Ich will nichts kommandieren. Ich wollte nur 5, 6, 7, da. Ja komm, ich mach's mit dem Scrollrad. Zack. Zack. Und Silvester kann losgehen. So, ja. Ist ja nicht viel los hier, weil ich mich schön langsam immer bewege. Ist halt so meine Art. Ich gehe da schön gründlich vor und nehme alles mit. Das ist mir lieber, als einfach durchzurennen. Das war bei Quake halt der Fall, weil ich da Angst vor dem Monster hatte. Aber hier, wo es nur ein paar Nordeinheiten sind, wie komme ich jetzt? Moment. Finden Sie, ja, okay, wie komme ich denn da durch? C4 oder? Oder muss ich da überhaupt durch? Die Musik kommt mir immer noch sehr leise vor. Vielleicht sollte ich die Geräusche leiser machen und die Musik lauter. Hä? M. Super. Die müssten also ganz in der Nähe sein. Ich glaube, es ist gar keine lange Jagd. Warum habe ich nicht so einen Kampfpanzer genommen? Melde mich wie befohlen, Sir. Ja, sag doch mal, wo es hingeht. Kundschafter. Vielleicht hier geradeaus. Ich komme gar nicht mehr hoch. Jetzt ist es ja kaputt. Na doch. Okay. Ich nehme an, das ist richtig. Lalalalalala. Hätte ich mal bloß ein Auto genommen. So ein Jeep. Oder ein Porsche. Der wäre hier voll angebracht. Moment, ich habe da noch eine viel bessere Waffe. Angeblich. Da, die. Wie kann ich zoomen? Ich konnte nur noch... Ach so, ja, man kann sogar noch mehr zoomen. Das ist cool. Sterben sie einfach. Jetzt weiß ich auch, wofür T und G gedacht war. Erst wenn man dann schon in dieser Zoom-Ansicht ist, dann kann man noch mehr zoomen. Und das ist gar nicht mal so unwichtig zu wissen. So, was ist das jetzt für ein Teil? Also laufen will ich den ganzen Weg echt nicht. Ja, Mist, das ist kaputt. Gut, dann laufen wir halt. Ich hab Zeit. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so klug. Wenn da jetzt ein Panzer vorfährt, habe ich ein mittelgroßes Problem. Dum-di-dum. Es öffnet sich ihr Herzblatt. Wollen die mich verarschen? Das sind doch meine Leute. Neues Sekundärziel. Besetzen Sie das zweite Haus, besetzen Sie das erste Haus. Besetzen Sie alle Häuser. Ihre nächsten beiden Ziele befinden sich in den Häusern jenseits der Brücke. Schalten Sie jeglichen Widerstand aus und besetzen Sie die Häuser. Gut. Mal gucken, ob ich dazu komme. Das sind doch meine Leute, Mensch. Das war ja so von dumm. Ey, der ist ja da durchgeflogen einfach. Mann. Oha. Oh, hu, hu, hu. Was wollt ihr? Wer war das? Der wollte mich umbringen. Von meinen eigenen Leuten. So, das ist welches Haus? 1 oder 2? Ausgezeichnetes Timing, Herr Rock. Stellen Sie sicher, dass sich keine Feinde mehr in den Gebäuden aufhalten. Ihre Jungs sind nicht gerade hilfreich. Benötige hier mehr davon.
Das muss ich echt mal sagen, ja. Ja, bleib stehen. Ha. Es ist meiner, ne? Ja. Ey, lass mir doch auch mal einen Tisch. Ja, ist jetzt endlich mal Ruhe. Wo ist das andere Haus da? Renn doch. Wieso kann ich nicht rennen? Vielleicht erlernt er irgendwann diese Fähigkeit. Wieso habe ich das Haus nicht zuerst genommen? Na, Achtung, macht Spaß. Alle GDI-Streitkräfte bitte kommen. Benötige sofort Unterstützung. Das ist gar nicht so einfach, so Ewigkeiten zu sitzen, möchte ich mal sagen. Das kenne ich noch in meiner Grundausbildung. Das kann ganz schön anstrengend werden. Aber der hat ja nicht so viel Gepäck, nur so eine Waffe. Aber die ist auch nicht leicht. Alle GDI-Einheiten sofort. Sieht alles so leicht aus, aber mach das mal selber. Ha. So, was haben wir hier? Einsatzziel erreicht. Bitte, irgendwo. Warum kommt das nicht? Sollte doch kommen. Habe ich das nicht eingesammelt? Munition voll, toll. Voll toll. Speichern. Kann ich nicht speichern, während Munition voll da steht? So, Escape. Offen, offen. Erste Haus muss ich finden. Ich bin doch bestimmt schon drin. Hier ist ein... Ach so, oder da. Ich kann da nicht mal drüber klettern. Bin total gehandicapt. Das ist doch ein Schuppen, kein Haus. Rüstung! Her damit. Boah. Also wenn das kein Haus ist, so weiß ich auch nicht. Vielleicht hätte ich nicht das zweite zuerst einnehmen sollen. Da komme ich nicht mal hoch. Auf jeden Fall kann ich das Ziel dann scheinbar nicht erreichen, weil das Spiel verbuggt ist. Liegt natürlich nur am Spiel, ich bin total unschuldig. Mammutpanzer ist das, aha. Wieso kann ich da nicht rein? Ich will den auch fahren. Das wusste ich doch. Da sind zwei Rohre. Er kann eins immer abkühlen. Was aber natürlich nie der Fall sein wird. Die können ewig schießen. Ich muss nachladen, ich hab nichts zum Nachladen. Ey, das merke ich echt früh. Das merke ich echt früh. Jetzt habe ich echt keine gute Waffe mehr. Gegen Fernziele. Müssen wir das eben auf die harte Tour machen? Ja, wie ich wieder alles alleine machen muss. Wenn du nicht dauernd so rumzappeln würdest, hätten wir viel mehr Freude am Gewinn. Oh, noch einer. Ich sollte echt mehr auf den Kopf zielen. Ist das jetzt Haus 1? Um das Zielgebiet zu sichern, muss jeder feindliche Widerstand im Gebiet ausgeschaltet werden. Erfolgreich. Gebiet gesichert. Nur weiter so, Havoc. Ich guck schon mal schön nach. So, nur noch diese Wissenschaftler finden. Natürlich braucht das noch weiter. Richtig gebraucht, Lo. Geil, jetzt kann ich es doch fahren. Warum geht das jetzt plötzlich? Bisher ging das nie. Ich glaube, da will ich nicht. Nein! Nein! Was habe ich getan? Die sind doch viel zu schwach. Ich will einen Mammutpanzer. Lalalala. So. Einfach durch. Der ist so langsam. Das ist doch nicht normal. Der ist gedrosselt. Den fährt wohl einer. Die wollen mich echt verarschen. Überall, wo ich hinkomme, sind sie schon. Reparieren wie das?
Ja! Rufen wir sich hin. Alter, ist das geil. Wo muss ich ihn denn reparieren? Moment. Eine Sekunde. Eine Sekunde. So. Wo setzen die das drauf? Wie viele Häuser gibt es denn noch? So, gut. Reparieren habe ich schon getan, jetzt indem ich ihn eingenommen, also betreten habe. So repariere ich meine Autos auch immer. Ich gehe einfach mal rein. Ey, hat er kein Maschinengewehr? Wo ist das dritte Haus eigentlich? Er ist echt lebensmüde. Ich möchte jetzt nicht mein ganzes Pulver verschießen. Wieso? Ah, muss ich echt überfahren. Da ist das Haus übrigens. Bleib schön stehen. Dankeschön. Bisschen Rüstung wäre nicht schlecht. Boah, fuck. Arsch. Rüstung. Um das Zielgebiet zu sichern, muss jeder feindliche Heilung. Widerstand im Gebiet ausgeschaltet werden. Und eine CD. Datenlink-Update. Ja, 2002 gab es noch keine USB-Sticks. Das sieht man hier deutlich. So. Gucken wir nochmal schnell nach. Ich denke, diese Mission geht besser als die letzte, weil ich schon ein bisschen jetzt gecheckt habe. Wieso steht er noch offen? Das darf nicht mehr offen sein. Das muss erledigt sein. Gibt es hier irgendwo noch Feinde? Tatsache. Jetzt aber. Ziel erreicht. Ich möchte mein Scharfschützengewehr zurück. Noch mehr Muni verbrauchen. Ich nehme lieber den Panzer, dafür brauche ich nicht so viel Munition. Was ist denn? Wer war das? Idioten. Wie komme ich denn jetzt da durch? Ach, der war das, ne? Boah, der hätte mich fast erwischt. Ich hatte nicht gedacht, dass der eine Gefahr darstellen würde. Irgendwie nicht. Ich wollte es mir nicht eingestehen. Moment, was nehmen wir denn? Kann man nicht die wieder nehmen? So, wo bin ich jetzt? Moment. Habe ich das jetzt nicht geschafft? Immer noch offen. Ich will das schon schaffen. Deswegen werde ich mich noch ein bisschen hier aufhalten. Das geht bestimmt irgendwie. Vielleicht muss ich die Lichter kaputt machen. War hier drin noch irgendwas? Nö, alles erledigt. Bisschen wärmen bei der Kälte. Oh ja, der ist es bestimmt. Der war das Problem. Ist das oben rechts irgendwie abgeschnitten und da würde wichtige Information stehen, warum das jetzt noch nicht so weit ist, dass ich es geschafft habe? Das ist es bestimmt. Moment, da steht da was. Dieses Haus wird von einem Offizier benutzt, um Verstärkung herbeizurufen. Vernichten Sie den Offizier und beseitigen Sie alle Gegner in diesem Gebiet. Dann begeben Sie sich hinein, um dieses Haus zu sichern. Okay, ich habe es halt umgekehrt gemacht. Ich bin erst reingegangen und dann außenrum. Auf jeden Fall ist das der Grund. Hier gibt es noch Leute. Und vielleicht sogar noch den Offizier selbst. Stand vielleicht dabei, als ich einen getötet habe, aber da lese ich ja nicht mit. Das geht schließlich um mein Leben. Um Leben und Tod geht das. Kann man nicht noch lesen. Ich sehe hier aber niemanden mehr sonst. Vielleicht muss ich jetzt nochmal reingehen, nachdem ich den letzten ausgeschaltet habe. Es wäre ziemlich behindert. Aber was bleibt anderes übrig? Letzter Versuch. Wenn das jetzt nicht klappt, dann gehe ich einfach weiter. Einsatzziel erfolgreich. Ausgezeichnet, Herr Bock. Es ist eine Freude, Ihnen bei der Arbeit zuzusehen. Finde ich auch. Dann gib mir mal jetzt gescheite
Ziele, dann können wir hier auch noch mehr zeigen. So, einfach nur offen. Das Primärziel. Wo geht's jetzt weiter? Ich will nicht wieder zurücklaufen. Das sieht so bescheuert aus, diese Karte. Ich habe keinen Schimmer, was ich damit anfangen soll. Hier bin ich. Nein, da sind die. Hier bin ich. Das habe ich ja schon zerstört. Warum blinkt das noch? Gut, auf jeden Fall muss ich oben rechts. Also nehme ich an, dass ich von da komme. Ich nehme mir trotzdem diesen Buggy mit. Kampfbuggy. Der ist total fehlerhaft im Kampf, deswegen heißt er so. Lass mich da rein. Ich gebe Ihnen Deckung, Sir. Ja, versuchen wir zu folgen und dann. Die sind eh schon gleich da und warten auf mich. Das habe ich jetzt immer so. Geile Kurvengeräusche. Neues Einsatz sekundär. Vernichten Sie die erste Flakstelle. Können Sie ein paar Raketen abwerfen lassen? Werde wohl mehr davon brauchen. Wie ich immer Verstärkung hier bekomme, oder? Wenn es mal in einem normalen Spiel so wäre. Und nicht nur zu Ausnahmefällen. So, Flakstellung bzw. Flarak, wie sie hier heißen. C4. Wie geht, was kommt denn da? Mann, oh Mann, warum habt ihr nicht sowas? Alles muss ich selber machen. Den Kontrollen müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Gut gemacht, Herr Robin. Aber gerne doch. Da kommt was. Wie geht. So, wieder alles geschafft, außer das Primäre. F6. Hätte ich mein Scharfschützengewehr wieder. Zack. Boah, und schon wieder leer. Munition voll von. Boah. Kann ich das schnell mal laden? Hat er mich erwischt. Der Sack, aber ich fange jetzt nicht nochmal neu an. Aber es ist irgendwie ein Running Gag geworden, dass ich in jeder Mission einmal sterbe. Das scheint so sein zu müssen. So, jetzt habe ich wieder. Woher habe ich. Ach, habe ich es gerade eingesammelt, scheinbar. Voll nicht erwischt, aber hat gereicht. Wo? Wo kommen die denn her jetzt? Ich habe wieder keine Muni, ich liebe es. Du bist ein Freund. Ja, ich drehe dem einfach mal den Rücken zu. Ist bestimmt nicht gefährlich. Warum kann ich die Kisten eigentlich nicht einsammeln? Nur weil da Nord drauf steht. Bisschen aufrüsten noch. Schön, dass der vorgeht. Das gefällt mir. Sollte er öfters machen. 71 Meter noch, glaube ich. Wenn ich das oben rechts richtig erkenne. Raketenwerfer geht da. Soll ich da hochgehen? Ich denke mal, da könnte ich mich auch noch ein bisschen aufrüsten. Wenn hier nichts ist, gehe ich auf den anderen auch nicht mehr rauf. Ah, da ist jemand. Idiot. Hätte mich so leicht abknallen können. Als ich da hochgelaufen bin. Was? Wieso? Wieso? Wann habe ich zum letzten Mal gespeichert? Gut. Zweimal gestorben. Ich verstehe aber gerade nicht, warum. Mist, das habe ich ja gar nicht neu gespeichert. Das ist ganz dumm. Ich bin was denn? Tot. Die Richtung. Da noch irgendwas gewesen. Ach, jetzt kommen sie ja von da. Da war was. Ey, wieso ging das jetzt so gut? Ey, der nimmt mir alle weg. Yay.
will das da oben haben, Mensch. Ich glaube, ich fahre lieber mal. Da bin ich ein bisschen sicherer. Toll. Ganz toll. So, habe ich jetzt wieder voll? Wo sehe ich das eigentlich? 12, okay. Wo sehe ich das eigentlich? 12 reicht. Ey, wo ist er hin? Vorher war doch noch einer da. Da war das der andere Turm. Das war er. Gut, ich gehe andersrum. 3 Schuss noch. Das hat voll gereicht. Ich wollte mich eingereisen, ich verstehe. Ich kümmere mich um den Offizier. Wieso schießt der weiter? Ich habe schon längst weggetan. Ich habe kaum noch Heilung. Oh, da wartet er schon. Fuck, ich bin fast tot. Ich speichere mal auf dem neuen Stand. 3. Warum steht da eigentlich Spielstand A und B? Ich verstehe es nicht. Das ist diese automatische Speicherung, glaube ich. Durch F6. So, jetzt sterbe ich eh wieder. Warum gibt es hier so wenig Heilung? Zack, da rein. Ups, ist meiner. Wusste ich auch, die sind schon wieder weiter vorgelaufen. Das nächste Einsatzziel liegt auf der anderen Seite des Hügels. Folgen Sie dem Feldweg an den Wachtürmen vorbei. Boah. Ja, das war zu erwarten. Ja. Toll. Bin ich nicht. Schock. So, sind wir wieder hier. Aber ich denke, das Teil hier sollte schon nehmen. Da bin ich ein bisschen sicherer. Hey, wo habe ich jetzt bitte schön die Gesundheit her? Ist das normal, wenn man gestorben ist und dann neu lädt, dass man die wieder aufgefüllt bekommt? Das wäre ja ganz nett. Hier steht der Frag ist nicht. Folgen Sie dem Feldweg an den Wachtürmen vorbei. Kann ich den nicht kaputt machen, den Typen? Ohne den Wagen zu beschädigen. Schnell da weg. So, was haben wir denn jetzt eigentlich für Ziele? Sichern Sie das Skigebiet. Ja, wir wollen ja snowboarden, ne? Der kann nach hinten schießen, ich glaub's nicht. Zack. Ja, aber außer Acht gelassen, dass ich jetzt nicht gerade gut bin im Spiel, muss ich schon sagen, dass es schon Spaß macht. Vor allem, weil ich so viel großartige Unterstützung von meinen Kumpanen bekomme. Ich werde mal kurz speichern. Mir das schnappen. Was auch immer, das war eine Rüstung, aber die wird unten links nicht angezeigt. Rüstung für den Buggy oder was? Ja, Moment, das ist meiner. Ich Idiot. Den schnappe ich mir jetzt mal. Gucken, was ich mit dem alles anstellen kann. So, was müssen wir jetzt hier noch sichern? Ich sehe keine feindliche Einheit mehr. Vielleicht haben sie den da hinten noch nicht geblättet. Wie er bei Kurven, bei winzigen Kurven gleich schon wieder voll bremsen muss. Zum Glück wissen die, dass ich da drin bin, sonst würden sie mich kaputt schießen. So, kann ich da rein?
erfolgreich. Gut. Ziel gesichert, Herr Bock. Gut gemacht. Immer doch. So, und jetzt, ja, geht's weiter. Manchmal bin ich schon überrascht, wie schnell man stirbt, weil das Feuer sonst nie passiert. Aber ist ja schon realistisch. Vernichten Sie die zweite Flak. Ich bin stärker als wie du. Und schlauer sowieso. So, die muss sterben. Boah, das war leid. Eine Flakstellung ausgeschaltet. IFA zeigt noch zwei weitere an. Zu einfach. Gute Arbeit. Das sind meine Kumpels. Zack, zack, zack. Dieser Realismus, unglaublich. Perfekt. So, wo sind die anderen beiden Flakstellen? Die sind noch weiter vorne bestimmt. Aber ich guck mal kurz hier. Nö, hier ist nichts. Obwohl, hier geht's auch rum. Da wird nichts sein. Geht's zurück wieder. Speichern. Warum gerade F6? Das kann man doch bestimmt noch mal ändern. Alt F1. Was anderes kenne ich nicht mehr. Alt F1. Bin ich jetzt zu weit? Ich habe keine Flakstellung mehr sonst gesehen. Heißt Flak auf Englisch wirklich Flarak oder was ist das? Das ist was anderes. Ja, aber das ist nach Command & Conquer Physik eigentlich nicht realistisch. Weil Panzer gegen Infanteristen null Chancen haben. Normalerweise in Command & Conquer. Haben die sich dabei nur gedacht. Die dachten sich wohl, ein Ego-Shooter braucht mehr Realismus als ein Strategiespiel. Von oben. Rüstung voll, unglaublich. Ah, F6. Ich hoffe, ich habe das Ziel jetzt nicht ausgelassen, aber selbst wenn... Nein, ich habe gar nichts ausgelassen. Ich bin goldrichtig hier. Oh fuck, lass mich in Ruhe. Neues Sekundärziel. Dritte Flakstellung. Schnappen erstmal den Kram hier, wenn es genehm ist. Und speichere. Wo ist denn diese Flakstellung? Die ist hier nirgends. Die wird hier draußen sein. Wieder so ein riesiger Sektor. Ist man aus dem ersten Teil nicht gewohnt. Solange sie nicht ausgeschaltet sind, können wir uns nicht in die Nähe wagen. Ja, böser Stein. Mist. War zu befürchten. Was soll ich denn jetzt machen? Erstmal in Sicherheit sprinten. Ja, so wird es nichts. Zack. Dankeschön für die Blumen. Vielen Dank. Was ist das? Lastwagen? Wieso schießt der nach mir? Ich dachte, Lastwagen wären lieb. Das ist der Typ daneben, der ist jetzt aber auch gestorben, hoffe ich mal. Zack. Wie die echt nur einen Schuss brauchen. So, da war dann noch eine, dachte ich. Meine Lieblingswaffe. Einfach mal Dauerfeuer. F6.
sage ich halt immer, damit ihr euch nicht wundert, wenn es mal ruckelt. Das braucht ja immer ein bisschen einen Stock dann beim Speichern. Hätte ich jetzt mal ein Scharfschützengewehr, das wäre so schön. Aber das scheint echt rar zu sein in diesem Spiel. Was kommt denn da angeflogen? Fein, ganz fein. So liebe ich das. Und kriegen immer mehr. Wow, und da auch noch. Wie soll man da denn eine Chance haben? Das war unfair. Zum Glück bin ich immer schön am Speichern. Dann muss ich nicht alles von vorne anfangen. Ich gehe erstmal ein bisschen zurück und warte auf meine Kumpels. Ich will jetzt nicht wieder so überrascht werden. Boah, von so weitem. Da kamen sie nämlich. Zack, der nächste. Mist. Aber auch egal. F6. Kann man weitermachen. Wo sind meine Leute alle jetzt? Die trauen sich nicht mehr. Wir machen gerade Mittag. Da kommen schon wieder welche. Ah. Ich merke schon, die werden dann erst getriggert, wenn ich den Bereich übertreten habe, schätze ich mal. War einfach ungünstig, dass ich dann alles auf einmal abbekommen habe. Nein! Nicht im Ernst. Das ist doch, ich darf da nicht immer wieder drüber laufen. Das ist wie bei den Spawnern in Descent. Ja, super. Wer hat noch behauptet, die Missionen wären einfach? Am Arsch. Mach das erstmal selber und zeig mir, wie das einfach ist. Spielt bestimmt auf Anfänger. Zack, ich bleibe jetzt hier hinten stehen, da fühle ich mich sicher. Oder sicherer. Ich höre nichts mehr. Der Sound ist aber mal weggegangen von der Waffe. C4. Bin schon wieder fast halb tot. Speichern wir mal und da dem. Zack. Die Mission kann ja gar nicht mehr so lange gehen. So viele Ziele, wie ich schon erreicht habe. MG-Stellung, okay. Oh, im Ernst? Nicht mit mir. Ey, wieso geht es da durch? Ich hätte eigentlich mehrere treffen müssen. Mehrere. Dankeschön. Das war wohl das Problem, das wir hier zu beklagen hatten. Jetzt kommt er schon wieder. Nein, nicht gerade jetzt laden. Schießen! Wieder nur einen Schuss braucht. Oh, ich habe irgendwas abbekommen. Ich bin gleich tot. Da waren wohl ein paar Hitzewellen am Werk. Jeder Schuss ein Treffer. So, ist jetzt mal ein bisschen Ruhe und ich kann da weiter. Wäre ganz nice, wenn ich mal jetzt einen Panzer hätte. Das wäre so schön. Und wie sie da ja schon auf mich warten, ey. Anstatt mir zu helfen. Kommen sie von hinten. Ja, super. Ganz, ganz toll. Ich glaube, wie viel Uhr haben wir? 5 Uhr? Ja, das wird der hier sein. Boah, ist das schon früh. Oh ja. Kein Problem. Was? Ja, überhaupt nicht unfair. Mal gucken, ob ich das jetzt noch retten kann irgendwie. Sonst wäre es voll untoll. Ah, schnell weg. Ja, ich krieg halt auch keine Punkte und sehe nicht, wenn er tot ist. So, vielleicht renne ich erstmal ein bisschen weg. Zum Glück dauert es ja nicht so lange zum Laden. Warum hält er denn 2 aus, ne?
brauche unbedingt mal Gesundheit. Die sollte hier doch irgendwo rumliegen. Da. Wusste ich doch. Und Rüstung. Herrlich. Ein Traum mit war. Alles voll wieder? Ernsthaft? Jetzt kann ich eigentlich gar nicht mehr verlieren. Jetzt ist alles gut. Gut, gut, gut. Die Satellitenaufklärung zeigt, dass... Ja, was? Sag weiter. Arsch. Da muss ich selber gucken. Oh, wie viele Sekundärziele plötzlich. Obeliskenhilfe, Kraftwerk und Hauptkontrollstation des Damms. Ist sogar primär. Okay, ich bin gespannt. Gucken wir erstmal nach den blöden Obelisken. Oder erstmal Kraftwerk, damit der Obelisk gar nicht mehr funktioniert. Geht also auch. Wäre natürlich erstmal naheliegender, den Strom auszuknipsen. Bams. Das Gebäude gegenüber vom Damm ist ein Notkraftwerk. Es versorgt die anderen Gebäude in der Gegend mit Strom. Sie können es sich viel leichter machen, wenn Sie es rasch zerstören. Wie soll ich da rüberkommen? Evok, die Satellitenaufklärung von Eva zeigt an, dass es einen Aufzug gibt, der auf der Seite des Damms in das Kraftwerk führt. Das war's, was ich wissen musste. Danke, Lau. Was? Was? Warum habe ich da nicht zugehört? Okay, ich glaube, du meinst irgendwas da unten. Kann ich den nicht einfach von hier aus kaputt machen, die Obelisken? Oder muss ich erst das Kraftwerk zerstören? Kurz mal speichern. Mario, Sie nähern sich dem Not. Der Not-Obelisk wird von innen repariert. Daher ist eine Zerstörung von außen nicht möglich. Und das wollte ich wissen. Gut, was haben sie mir gerade gesagt? Warum hörst du das da nicht zu? Kraftwerk. Gut. Hat mir nichts gebracht. Irgendwas ist unten. Jedenfalls, ich glaube, das geht hier durch. Höchstwahrscheinlich. Mit Panzer komme ich da leider nicht rein. Du bist aber schön am Auffassen. Warum sind die Fahrstühle in unserem Land nicht so schnell? Jetzt wartet er immerhin. Boah. Nicht im Ernst. Ich hab doch nirgendwo drauf gedrückt. Ich muss jetzt erstmal raus. Ist er tot? Scheinbar. Depp. So. Ganz schön viele Einschusslöcher. Blaue Lampe, LED, nee, das ist eine Glühbirne, keine Ahnung, das ist Flüssigkristall. Oh, was ist hier denn? Das sieht... Gut, Sie haben es nach innen geschafft. Laut der Analyse von Eva steuert die Hauptkontrollstation das große, offene Hangar-Tor. Suchen Sie das Schaltpult und zerstören Sie es. Schaltpult und zerstören. C4 habe ich. Muss ich da hoch? Wenn es ein Fahrstuhl ist, dann lieber nicht. Ah, jetzt wissen wir ja, was wir zu tun haben. Zack. Und... Hat sich gebracht. Warum nicht? Hat zwei gebraucht, okay. Das Hangar-Tor sollte jetzt offen sein. Hangar-Tor. Irgendwas hier. Ich hoffe, ich komme hier auch wieder hoch. Ja, wieso gucke ich nicht, ob alles noch voll ist? Oh, der Obelisk läuft noch, offensichtlich. Ja, da geht's wieder hoch. Und hier gibt's nichts. Uah, da gibt's was. Ein Dreierpack. Ich gehe mal hier hoch. Speichern. Wenn jetzt hier mein Tod lauert und ich gespeichert habe, dann habe ich jetzt ein Problem. Nein, es lauert noch viel was Besseres. Geil. Gut, das war der falsche Aufzug.
Ganz klar der falsche. Und das hier kann ich jetzt gar nicht mal einsammeln, ne? Ich nehme den anderen. Dann muss ich ja jetzt nur noch Kraftwerk und Obelisk ausschalten. Am besten erstmal das Kraftwerk finden. Kraftwerk. Das ist der richtige Weg, ja. Gut. Automatikgewehr. Ja, sieht besser aus. Dreh dich um, dreh dich um. Wenn die nicht dabei laufen würden, dann könnten wir sie auch treffen. Ich würde so gerne rennen, aber es klappt nicht. So. Da ist auch nichts mehr. So, da sind schon die Leitungen zum Kraftwerk. Hoffe ich mal. Es schneit. Was? Ja, wunderbar. Wie haben die nur so dumme Pistolen? Sieht mir doch nach Kraftwerk aus, oder? Schön aufrüsten. Ich kann da gar nicht mal rüberspringen. Auch nicht schlecht. Zack. Nie vergessen zu speichern. Warten, warten, warten. Es geht nach oben. Wieso braucht er jetzt so lange? Aber wenn ich drin bin, ist er doch viel schneller. Ist das nicht so? Hab dich gesehen. Vergesse dich nicht. Schieß halt schneller, dann wirst du auch nicht angeschossen. So, Rüstung ist schon wieder weg. Wo ist das Kraftwerk? Hier. Ich bin noch einer von euch. Hier ist die Pionierabteilung. Was geht da oben vor? Aha. Techniker. Was? Oha, da waren mehrere. Das war unfair. Weil ich halt überall alleine durchkommen muss. Überhaupt nichts einfach hier. Ich denke mal, ich muss hier rein. Das Nordkraftwerk wird von innen repariert. Daher ist eine Zerstörung von außen nicht möglich. Sterben! Idiot, der liegt immer noch. Ich bin fast tot. Wie soll ich das denn schaffen? Die sind mir überlegen. Wieso komme ich denn nicht auf Löschen? So, aber die Mission ist nicht mehr lange. Wenigstens das. Ein Eindringling, haltet ihn auf! Ich warte jetzt hier, ich glaube, da bin ich sicher. Hier ist die Pionierabteilung. Was geht da oben vor? Gar nichts, ich bin gar nicht da. Ach, nicht auf. Was war das? Pass auf! Das Nordkraftwerk wird von innen repariert. Daher ist eine Zerstörung von außen nicht möglich. Dumme Eva. Ey, ich habe keine Chance. Im Moment habe ich nicht noch irgendwie einen Flammenwerfer. Ich hoffe, der hat jetzt ausreichend Öl. Oder womit der auch immer läuft. Denn jetzt brauche ich ihn. Ja, super. Am besten noch mir alles. Das Nordkraftwerk wird von innen repariert. Daher ist eine Zerstörung von außen nicht möglich. Kam doch jetzt aus dem Fahrstuhl eigentlich, ne? Da. Ja, und dann noch da, super. Was hat der für eine Fresse? So eine Biberfresse. Gut.
Das wird nicht leicht. Habe ich noch irgendeine Geheimwaffe sonst? Oder gehe ich erstmal woanders hin? Ich guck mal hier oben. Haltet ihn auf! Boah. Das Nordkraftwerk wird von innen repariert. Daher ist eine Zerstörung von außen nicht möglich. Ach so, okay. Von hier aus. Wow. Fahrstuhl. Komischer Fahrstuhl. War das jetzt gut? Wieso habe ich jetzt eigentlich noch so viel Rüstung? Habe ich gerade scheinbar irgendwo aufgelesen. So, ich bin da. Wenn sie mich jetzt alle in Ruhe lassen, bitte. Dann kann ich mich auch darum kümmern. Will ich doch hoffen. F6. Die Gebäude werden direkt rot, sobald ich sie vernichtet habe. Okay, hier gibt es scheinbar nichts mehr. Wenn ich jetzt eingeschlossen bin. Okay, das ist, ach so, das ist Dekontaminierungsraum. Weil hier alles so leuchtet. Lass mich da raus. Lalalala. So. Geh mal hier wieder hoch und der Obelisk ist jetzt bereit zu sterben. Ja, ist er hoffentlich. Seh nix. Ah ja. Kann, ja komm, geh raus. Nein, wieso geht's denn jetzt wieder runter? Ich hänge hier irgendwie wieder fest, ich liebe es. Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin im Fahrstuhl eingesperrt. Eingeklemmt. Ich komme da nicht mehr weg. Ich gar keinen Körper habe. Ja, nee, es bringt nichts. Ich kann nichts machen. Muss mal laden. Geht nicht anders. Hoffentlich geht's dann. So, jetzt kann ich mich noch bewegen immerhin. So, habe ich jetzt schon zerstört? Ja, habe ich. Wo ist das Ziel mit dem Obelisken? Ist das jetzt schon... Ach, da unten. Schalt, what? Das habe ich also schon gemacht. Gut zu wissen. Das wusste ich nämlich noch nicht. Mist, das schadet ihm doch. Erschrecken. Kann zu deiner Oma, aber nicht mich. So. Wo muss ich denn jetzt hin? Wo war der Obelisk? Wo bin ich eigentlich? Ach, ich bin irgendwie da unten rum. Okay, ich muss wieder zurück. Und da, den muss ich doch auch noch irgendwie vernichten. Wenn ich das recht in Erinnerung habe. Voll in die Brust. Das tut gut. Wo kommen die jetzt alle her? Kann ich jetzt mal in Ruhe auf den Obelisk schießen, bitte? Oder will hier noch einer Stress? Ich glaube, das war's erstmal. So, geht das jetzt? Nö. Sieht nicht so aus. Hört's halt auf. Ich probiere es noch ein bisschen. Oder wird er echt repariert? Ja, es klappt, aber wird er repariert? Hm.
Irgendwann reicht's. Die werden noch hier nachgebaut in den Kasernen. Aber ich habe hier einiges aufgesammelt an Raketen. Ist das echt so gedacht? Wenn ich ja einmal mit dem Panzer hinfahren soll. Oder Ionenkanone, das wäre auch nicht schlecht. Ich habe keine. Okay. Ich glaube nicht, dass er so gedacht war. Eigentlich können ja meine Leute jetzt mit den Panzern da rumfahren. Hier ist die Pionierabteilung. Was geht da oben vor? Oh fuck. Was ist denn jetzt noch los? Hier war ich ja schon längst. Was ist denn mit denen jetzt los? Das ist ja schon längst erledigt, dachte ich. Da muss ich gar nicht mehr lang. Ich wollte eh laden, weil ich nicht meine ganzen Raketen los sein wollte. So, wo ging's denn jetzt wieder zurück? Hier. Den ganz normalen Weg. Back. Back to the roots. Zu meinen Leuten. Oh, was kommt denn da? Feinde. Böse Feinde. Ja, wo sind meine Leute? Warum hilft mir kein? Endlich, einer da. Hinlegen kann ich aber, glaube ich, nicht. Boah, du nervst mich da. Hätte ich mal ein Scharfschützengewehr. Der läuft einfach vorbei. Dem macht es nichts, dass da irgendwelche Leute da sind. Lässt sich lieber erschießen. Schön. Da ist schon der nächste. Das nächste Kanonenfutter. Denke aber, ich bin auf dem richtigen Weg. Das will ich auf jeden Fall noch haben. Unbedingt. Ja, damit. Hier konnte ich das nicht aufsammeln. Danke. Puh. Na, wo ging's denn jetzt weiter? Hä? Alles klar hier. Und jetzt? Bin ich schon hier gekommen? Ich bin verwirrt. Will dann nur wieder zurück auf die Brücke. Warum könnt ihr mir nicht sagen, wo es lang geht? No. N. Nordosten. Okay. Ah, da ging es lang. Genau. Da sind Feinde. Doch nicht. Kann man sich aufhängen, auch nicht schlecht. Immer alles voll, wenn ich nichts brauche. Aber wenn ich was brauche, dann ist alles leer. Bin ich gespannt, ob es da wirklich jetzt weitergeht bei dem bösen Obelisken. Ist das der richtige Weg? Kommt mir bekannt vor. Dass man echt den ganzen Weg zurücklaufen muss, ist es echt so gedacht. Das kommt mir ein bisschen langatmig vor. Ich könnte einfach den nächsten Aufzug nehmen, denke ich mal. Den nehme ich halt. Meine letzte Möglichkeit. So, jetzt schnappe ich mir den Panzer und vernichte diesen Laserschießer. Macht der mich mit einem Schuss kaputt? Ich hoffe nicht.
Ach, der kann gar nicht mehr schießen, weil er keinen Kraftwerk mehr hat. Deswegen, ja, jetzt verstehe ich meine eigenen Einsatzziele. Gut, dann habe ich jetzt endlich mal, ich krieg gar nicht mal erst gesagt, als ich das Ziel geschafft habe, weil es schon vorher als erledigt markiert wurde, was gar keinen Sinn ergibt. Und jetzt? Jetzt wollt ihr mir nicht ernsthaft sagen, dass ich da unten hätte da reingekonnt und dass das so gar nicht geht. Nicht euer Ernst, dass so ein Tor nicht von einem Panzer kaputt geht. Typisch verarscht. Jetzt habe ich echt den ganzen Weg umsonst gemacht. Ich dachte, hier geht es definitiv weiter. Vielleicht geht es ja hier rum auch. Wir warten auf jeden Fall noch Feinde, ich wusste es. Die haben ja den Obelisken die ganze Zeit repariert. Jetzt hat es ausrepariert. Geht's hier wieder hoch oder was? Nee. Boah. Am Arsch. Was ist das für ein roter Ring? Ja, Feuer gefällt keinem so. Nur den, der es speit. Das ist ja schon alles vernichtet. Ingenieur mit Flammenwerfer oder was? Gut, jetzt habe ich ja eigentlich schon alles ab. Das ist nicht sehr groß. Wir kommen schon nicht weiter. Schön. Sagen wir für die 100%. Und dann können wir jetzt auch wieder hier raus. Hat sich ja echt gelohnt. Aber schön mal so einen Teil von innen zu sehen. Genau deswegen bin ich hierher gekommen. Jetzt habe ich nämlich den ganzen Weg zurücklaufen wieder. Weil das der... Nein, muss ich gar nicht. Ich kann da runter. Dann spare ich mir zumindest ein bisschen Zeit. Ich hätte echt nicht ganz nach hinten laufen müssen. Wie sinnlos. So, F6. Finden, Entfernung 36. 37. Keine Ahnung, was sie damit meinen mit den Zahlen. 36. Das sind keine Meter. Kilometer können es schon gar nicht sein. Vielleicht Spielekilometer. Ein Kilometer sind 10 Meter oder so. Ich habe keine Ahnung. Wo bin ich? Okay, ich muss da runter. Jetzt gehe ich doch gerade den ganzen Weg wieder da lang, kann das sein? Ich drehe hier noch durch. Keiner sagt mir, wo es lang geht. Bei GTA 2 gibt es wenigstens immer Pfeile. Bei Tiberium Wars gibt es auch Pfeile, die ich zwar immer ausschalte, weil sie nerven. Sehr, sehr seltsam. Ich weiß nicht mehr, wo es... Bei jeder Mission gibt es scheinbar Probleme, weil ich nicht weiß, wo es lang geht. Was ich machen muss. Irgendwie dumm. Da geht's noch weiter. Nach unten. Das wird hoffentlich dann richtig sein. Ey, was ist mit dem los? Der ist kaputt. Weh, der bleibt stecken. Nicht schon wieder. Bin schon mal stecken geblieben. So, hier war ich schon, ich weiß, aber es scheint der richtige Weg zu sein. Der wartet nämlich auf mich. Der will nämlich in die Richtung gehen, ne? Oder er will einfach mal ein kleines Päuschen einlegen. So, und jetzt bin ich wieder hier. Dann muss ich scheinbar echt hier weiter. Boah. Habe ich viel Zeit vertrödelt, weil ich den ganzen Weg zweimal jetzt abgegangen bin.
Entfernung 45, das kann doch nicht stimmen. Bin ich wieder hier? Ja, beim Kraftwerk. Vielleicht geht's ja echt unterirdisch weiter. Vielleicht aber auch nicht. Finden Sie die gekidnappten Wissenschaftler? Es gibt halt auch überhaupt keine weiteren Infos. Spielzeit, boah, wie lange ich schon wieder spiele. Power-Ups gefunden, Schüsse abgefeuert, Genauigkeit 0%, was? 39% meinte wohl. 119 getötete Feinde, Kampfmaschine. Ja, aber das bringt mir jetzt auch nicht weiter. Ignatio. Wer nennt sich denn Ignatio? Waffen, Fahrzeuge, Gebäude. Einen Bauhof hatten wir noch nicht, oder? Muss irgendwie den Weg finden. Und da kam ich gerade. War natürlich wieder doof jetzt. Muss ich echt wieder hier rein? Ja, auf jeden Fall sind hier noch Gegner. Das ist wohl das Problem. Nehme ich mal an. Von hinten können sie ja jetzt eigentlich nicht kommen. Da war doch alles jetzt clean. Ich schätze echt, das geht hier weiter. Ich sehe niemanden. Wer schießt denn? Du Sack, du. Gib mir gefälligst Heilung. Dann gibt's ja gar nichts. Man stirbt einfach zu schnell. Dann soll ich da hoch? Runter geht's. Interessant. Ach so, okay. Da war ich schon. Schon wieder so lange her. Gut, hier gibt es aber bestimmt noch irgendwas. Oder auch nicht. Nicht mal Heilung. Gehen wir hier weiter, denn da waren wir noch nicht. Warum ist er so schwarz? Strom ausgefallen oder was? Ach so, hier geht's wieder raus. Hä? Moment, von da bin ich gekommen. Ich wollte auf die andere Seite. Okay, verstanden. Aber ich weiß nicht, wo es weitergeht. Ey, jede Mission. Irgend so ein Scheiß. Dass ich nicht weiterkomme. Ja, da geht's bestimmt irgendwie. Oder hier unten. Da sind meine Leute gewesen, auf jeden Fall. Irgendwie wird es da wohl auch weitergehen. Ja gut, ich denke, die Mission ist fast geschafft. Wie bei der letzten werde ich halt den kleinen Rest, der noch übrig bleibt, dann im nächsten Video machen. Also, bis dahin und... Ist ja schon wieder ein ewig langes Video geworden. Schlimm. Schön. Sieht aus, als wäre der noch voll ganz. Aber der ist doch schon längst tot. Jetzt weiß ich auch, wo ich eher hingucken kann. Direkt über der Waffe ist ja der Zähler, wie viel Munition ich noch drin habe. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich habe immer unten rechts geguckt. Da ist es nämlich auch. Aber viel unpraktischer. So, und unten links sieht man, wir haben jetzt Sonntag. Jetzt haben wir auch Sonntag oder eher Samstag. Jetzt haben wir Samstag und Wednesday gleichzeitig. Egal. Ja. Einfach mal Schluss machen.